Konnichiwa. Ja. Nachdem die letzte Folge ein bisschen Überlänge hatte. Ich meine, die ersten 5 Minuten war ja Doom und so, ne? Also war ja richtig, aber wir haben auch so schon, wir haben die letzte Aufnahme, weiß nicht, die dürfte 40 Minuten oder so lang gewesen sein. Also ein bisschen sehr lang. Oh, ich merke gerade. Oha. Meine Browser sind im Hintergrund noch offen. Und hoffentlich schaltet das jetzt nicht der Aufnahme. Das finde ich nicht so gut. So. Ui. Ach komm her damit. Silbersand können wir immer gut gebrauchen. Ist doch Silbersand, oder? Ja. Silbersand ist was ganz Feines. Hier ist jetzt aber noch ein bisschen Kohle, ein bisschen Kupfer gefunden. Als Belohnung quasi. Oh, hier ist noch mehr Silbersand. Mithril. Gut, brauchen wir eigentlich gar nicht Mithril, oder? Haben wir Mithril schon für irgendwas gebraucht? Nee, ne? So, ich mache jetzt mal kurz den Weg frei nach oben. Können wir gleich die Kinder auch noch abpacken? Oh, und das ist die nächste Höhle. Wir brauchen mehr Platz im Inventar. Upsala, apropos Inventar. Wird langsam ein bisschen voll. So. Lass ich mal stecken. Wie gesagt, ich versuche mich jetzt hier also auf größere Höhlen zu konzentrieren, wo wir nicht so ewig brauchen, um überhaupt voranzukommen. Okay, ich glaube, das ist die gleiche Höhle, wie wir da oben gerade gefunden haben. Ja, ist die gleiche Höhle. Lol. Ah gut, da gucken wir uns halt doch mal ein bisschen um hier. Mal gucken. Ah, ein bisschen Eisen. Vielleicht gibt es ja doch was Interessantes. Aber hier geht schon wieder steil runter und ist halt immer so unbegehbar. Immer so... Na. Mag ich persönlich jetzt nicht so. Erstmal nicht so interessant hier aus. Ich meine, okay, gibt es ein bisschen Gold, aber... Oh, wow! Oh, wow! Oh. Jawohl! 10 Kohlebatterien, wir kommen! Oh, das ist Obsidian. Mithril. Wie komme ich jetzt auf Obsidian, Alter? Ja, ich weiß, da war noch Zink. Ich hab's nicht übersehen. Nur Gold brauchen wir halt auch. Und weil mich das hier gerade so angelächelt hat. Aber Ronny, das Ding hat dich doch auch angelächelt. Hast du es nicht gesehen?
Kupfer. So, müssen wir nur gucken, wie wir da oben am besten hinkommen. Obwohl, da oben geht es eigentlich relativ easy lang. Ich will gerne hier hinten noch ein bisschen, weil hier hinten sah es noch so aus, als wenn... Oh Gott! Ja, sah es so aus, als wenn noch ein bisschen Eisen wäre, ne? Alter, das ist ja hier, ist nicht los! Das Eisen breitet sich ja hier aus wie der Corona, wie der Coronavirus. Ist ja gar nicht mehr hinterher. Tja, die Frage ist, bei so viel massig Eisen, wie wir haben, wie gesagt, wäre es ja nicht, oder habe ich das schon gesagt? Keine Ahnung. Wäre es nicht vielleicht doch sinnvoller, denn tatsächlich doch eher auf Reparatur der Werkzeuge zu setzen? Weil, ne, ich meine, unser vorletzter Stack, also der einzige Stack, den wir verbrauchen wollen, der geht schon langsam zur Neige. Das heißt, wir werden es wahrscheinlich tatsächlich so machen, dass wir immer drei Äxte benutzen. Und wenn diese drei jeweils fast aufgebraucht sind, dann reparieren wir sie einfach. Dann bräuchte ich aber erstmal einen Ofen, um Eisen einzuschmelzen. Na. Okay, dann nehmen wir mal dich und dich. Das Rest lassen wir dann. Dort packen wir mal da rein und den Rest packen, schmeißen wir einfach hier mit rein. Ne, lassen wir einfach. So, du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg. So. Upsala. Fackel abgebaut hier. Was ist denn hier los? So, jetzt haben wir hier soweit alles, oder? Ja, doch, sieht gut aus. Alter, was für eine schiere Menge an Scheiße. So, jetzt müssen wir da irgendwie hoch. So ungefähr. Boah, das ist ja richtig viel. Upsala. Das ist ja richtig viel Zink. Alter, zum Glück haben wir diese Höhle hier besucht. Oder wir sind mittlerweile tatsächlich echt auf einer Tiefe angekommen, wo es tatsächlich massig Zink gibt. Das wäre natürlich noch schöner. Ja, danke dafür. Oh, Alter. So, ist da noch mehr Zink irgendwo anliegend? Ja, ich weiß, das war gerade normales Zinn, mehr kein Zink, aber trotzdem. Gut. Oh! Oh! Oha! Fuck. Oh. Verarschen. Geht doch. Alles gerettet. Sehr schön. Achso. Ich dachte, weil die Leiter, die Fackel, die da abgefallen ist. Aber stimmt ja. Die würde dann gar nicht leuchten. So, jetzt haben wir mittlerweile tatsächlich ordentlich Zink. Na geil. Wird doch langsam mal hier. Dann macht sich unser Ausflug ja doch langsam bezahlt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt wollen wir nur noch massig Mehl finden und dann bin ich glücklich. So, hier geht's noch weiter. Oh, okay, hier wird's schon groß. Okay, hier hört's auch schon wieder auf. Oh, da ist ein... Wow, das habe ich übersehen. Wie kann ich das übersehen haben? Rainbow Ohr. Oh, noch mehr Rainbow Ohr. Oh, noch mehr Rainbow Ohr. Alter, was ist denn hier los?
Kann sein, dass wir mittlerweile bei 1024 sind? Obwohl, nee, so schnell eigentlich nicht. So. Hier hinten baue ich mal nochmal das ganze Eisen ab. Hier nichts mehr. Licht. Ronny, hast du nicht gesagt, dass der Mäppchen unter Mainz 5 voll geizig ist? Das sehe ich jetzt nicht so. Ja, ich glaube, ich muss die Aussage fast ein bisschen revidieren. Ist ja hier, es ist ja, Alter, ist ja. Boah, ey. Meine Fresse. Das geht schon ganz schön ab hier. Es hört nicht auf. So, okay, das Ende haben wir schon mal ein bisschen abgefrühstückt. Das da lasse ich mal. Das sieht jetzt nicht nach so viel aus. Ich weiß, ich kann mich natürlich täuschen, aber ganz ehrlich, wir haben mittlerweile echt tatsächlich schon wieder so viel Eisen. Da müssen wir jetzt nicht mehr alles mitnehmen. Anders als bei Kupfer. Kupfer nehme ich tatsächlich doch noch mal hier mit. Einfach, weil ich noch nicht abschätzen kann, wie viel Kupfer wir brauchen werden. Oh, wir haben keine Fackel mehr. Wir haben keine Fackel mehr. Wie kann denn sowas sein? Eigentlich könnte ich doch überall die ganzen Fackeln wieder abbauen. Fällt mir gerade mal so ein. Komm, kurz wieder hoch, danke. Zink. Für Zink würde ich Kriege beginnen. So, wir machen jetzt hier erstmal eine Leiter hin. Wobei, ich mache erstmal hier sauber. So. So. So, jetzt kann ich eine Leiter machen. Ja, das hat perfekt funktioniert. So. Das hat perfekt funktioniert. Bitte sterben Sie. Perfekt. Okay. Kupfer, wir lieben dich, dich und dein Arsch. Ist so gut jetzt. Mist, komm ich gar nicht mehr hoch. Hä? Oh, war ja auch falsch. So, jetzt ist die Frage, stellen wir jetzt hier einfach irgendwo einen Ofen auf oder wie machen wir das am besten mit dem Ofen? Das Problem, was mir gerade bewusst wird,
Wenn wir jetzt hier versuchen würden, legit wirklich hoch zu gehen, das würde halt so unendlich lange dauern mittlerweile. Alter, ich will nicht wissen, wie lang jetzt der Weg mittlerweile eigentlich ist. Das ist schon ein bisschen heftig, ne? Ja. Naja, was soll's. Vor allem stell dir mal vor, du würdest im Echten ein so riesen Ding da. Ich meine, die Leiter, also, wir haben mittlerweile fast eine Höhe von 1000. Das heißt, es ist fast eine Höhe von 1 Kilometer. Lauf mal 1 Kilometer lang die Treppe hoch. Der wisst ja am Ende des Tages, was du gemacht hast. Und zwar definitiv. So, wir packen erstmal hier wieder die ganze Scheiße weg. Was haben wir im Backpack? Gut, das lagern wir am besten dann auch gleich wieder direkt im Lager aus. So, und was wollte ich jetzt eigentlich machen? Weswegen kam ich nach oben? Ach genau, wir Werkzeuge reparieren. Das heißt, wir brauchen mal kurz unseren Stahlhammer, wobei da haben wir gar keinen mehr, kann das sein? Ja, den haben wir letztens nämlich aufgebraucht. Das heißt, wir brauchen cleanen Stahl, geschmolzenen. Da merkt man nämlich langsam, der Stahl. Ah nee, warte mal kurz. Stahl hatten wir hier in der Tasche gehabt, oder? Ja, 99 Stahlbarren haben wir in der Tasche bereits. Egal, dennoch. Würde ich gerne hier Scheiße, ich wollte jetzt Stahl einschmelzen. Fuck my life. Na gut, noch haben wir Stahl. Dann machen wir jetzt einfach mal einen Hammer und hämmern drauf los. So. Ich mach gleich mal zwei Hammer. So, 1, 2, bam. Einer, noch einer. So, dann einmal. Ach, da haben wir ja noch einen Hammer. Wow. So. Nummer 1 repariert. Achso, daneben geklickt. Nummer 2 repariert. Und Nummer 3 repariert. Sehr geil. Achso, diese Chip kann ich auch gleich mal reparieren. Ja, was? Achso, scheiße, Chip wollte man nicht reparieren. Egal. Ha. Okay. So, die restlichen meiner Hammer packen wir dann da oben in die Kiste rein. So und so. Ah, tja, tja. Okay. So, dann bringen wir mal wieder unser ganzes Geröllgestein ins Lager und dann gucken wir mal. Gehen wir dann wieder runter oder lassen wir das erstmal mit der Höhle sein? Ich meine, da haben wir jetzt mittlerweile ordentlich an Ressourcen gesammelt. Was wollte ich eigentlich primär holen? Wegen irgendeinem besonderen Material sind wir letztens ins Lager. Ach ja, Sulfat. Ja, eben. Und Sulfat haben wir noch keins gefunden. Mann, Alter. Die Frage ist, ab wo bekommen wir Sulfat? Ach so, und falls sich einer fragen sollte, warum wir diese ganze Automatisierung gemacht haben, obwohl wir sowieso alles hier manuell reinpacken immer. Erstens,
weil wir es auch ab und zu benutzen und zweitens vor allen Dingen einfach just for fun. Einfach weil ich ein automatisiertes Lager haben wollte. Das ist der ganze Grund dahinter. Und wem das nicht als legitimer Grund gefällt, sorry, der hat einfach mal seine Frist zu halten. Ha? Seine kleine, von Gott verlassene Fresse. Da wäre ich aggressiv. Perfekt. Okay, dann würde ich mal sagen, ab in die Höhle des Löwen. Und dann... Die Frage ist, wie lange lassen wir uns noch Zeit, bis wir unsere Fahrt finden? Weil ich will endlich Batterien bauen. Ich will endlich mal so einen Akku bauen können. Und zwar wirklich legit und nicht hier irgendwie... Ne? Richtig schön kleinen Akku bauen. Mit selbst erarbeitetem Sulfat. Das wäre mir ganz fein. So, ab in die Höhle. Geronimo, Bungee Jump. Boah, Alter. Oder, oh, das ist... Ah, das hat schon Ende. Sah gerade so aus. Das Ende! Easy. Heilige Scheiße. Ja, haben wir geschafft. So, dann würde ich mal sagen, wir machen trotzdem erstmal die Folgenpause. So, bitte. Und dann gucken wir mal nächste Folge. Also, ich sag mal so, die nächsten beiden Folgen machen wir auf jeden Fall noch Höhle. Und danach gucken wir da einfach mal, ob es sich denn dann tatsächlich noch lohnt. Aber wie gesagt, das Problem ist bei einer Höhlentour, das ist... Wenn wir Pech haben, finden wir gar kein Sulfat. Oder will ich jetzt hier auch nicht 20 Folgen lang Sulfat suchen, um dann am Ende festzustellen, ja, haben wir doch keinen gefunden. Hätten wir uns auch sparen können. Deswegen würde ich mal sagen, wir limitieren das jetzt noch auf 2 Folgen. Ja? Und wenn wir bis dahin kein Sulfat gefunden haben, dann ist das leider so. Ist zwar traurig, aber ist so. Bis dann.